Und Turda kommt hier zum Führungstreffer. Fantastischer Pass in den Slot. Und dann scheint es Dominik Hobby zu sein, der die Gäste in Führung bringt. Der nimmt es mit einem Schmunzeln zur Kenntnis. Dominik Hobby, fünfter Saisontreffer für den Prättigauer in Diensten des AC Thurgau. In seiner ersten Saison bei den Ostschweizern, nachdem er zuvor bei La Chaux-de-Fonds und bei Langenthal viele Jahre absolviert hat. Herrlich das Zuspiel von der Winterthur auf dem Eis. Ramon Diem, Lukas Bachhofner und Sylvain Hess. Und dann ist es hier aber bereits das 2:0. Melvin Merola. Bei diesem Gegenstoß trifft der Topscorer des HC Thurgau zum 18. Mal in dieser Saison. Ein feiner Handgelenkschuss und der passt. Justin Giannola zum zweiten Mal bezwungen. Hier übernimmt die Scheibe an der eigenen blauen Linie, zieht los. Scheint nicht ganz unhaltbar zu sein. Hier, der rechnet da noch mit gar nichts. Dann auf einmal kommt der Schnellzug von Merola und schon ist die Scheibe drin. Ja, vielleicht kein... Neulicher Bulli-Gewinn für die Gäste. Und dann die gute Möglichkeit. Herrliche Aktion, 3:0. Adam Rundqvist. Herrlich angespielt und aus der Drehung trifft Rundqvist, der Schwede, zum 3:0. Für Adam Rundqvist ist es der 9. Saisontreffer. 14. Scorerpunkt für ihn. Hier herrlich aus der Drehung. Und das geht dann schon etwas zu einfach gegen Ramon Diem. Nächste Möglichkeit. Fantastisch herausgespielt. Lars Frey, 4:0. Herrlicher Pass zur Mitte. Und Lars Frey trifft.